Christian Schimmel, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Es gibt ja auch immer noch ein paar Lesungstickets übrigens. Packe ich hier nochmal drunter. 15.10. in Essen wird derbe voll, aber schon echt. Hab schon gut zugeschlagen. Freue mich sehr darüber. Und heute geht es darum, also die Reaktion auf mein Video, woran merke ich, dass ich bindungssicher bin. Es geht so, ja, um das Thema, baue ich zu viel Mauern auf, warum spreche ich mich nicht mal an? Und ja, wo ich grundsätzlich auch meinen Datingkurs sehr empfehlen kann, gerade für Frauen. Ja, lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit und deine Kurse, die ich als sehr wirksam und hilfreich für mich empfinde. Ich knabber an einer deiner Aussagen aus dem Video. Woran merke ich, dass ich bindungssicher bin? Aussage, man zieht bindungssichere Männer, Menschen an. Genau. Ist die Anziehung allein auf mein Verhalten zu beziehen? Ne, das ist eher so energetisch gemeint irgendwie so. Aber setzt sich natürlich letztlich in Verhalten um so. Ich verhalte mich im Umgang mit interessanten Männern eher zurückhaltend bis cool, sende gemischte Signale und habe hohe Mauern. Ja, das ist genau diese Mixtur, die dazu führt, dass man dann auch nicht angesprochen wird so, ne? Weil Männer, ich meine, muss ich jetzt auch mal überlegen mit Männern, ich, klar, Männer sollen immer, ist ja, ich finde das auch grundsätzlich richtig, die Mutigen sein, die ansprechen und so. Wie gesagt, ich denke auch, das ist, hat die Natur auch irgendwo so eingeplant, aber genauso hat die natürlich eingeplant, dass die Frau Signale gibt, so, ne? Und das ist für Männer schon schwierig genug, weil Männer haben doch viel mehr mit Zurückweisung zu tun, weil sie eben das Geschlecht sind, was ich da oft mehr Mühe geben muss, so. Und ja, ich finde das sowieso schon ätzend und wollen dann auch nicht, was weiß ich, im Fitnessstudio, da gehen sie auf eine Frau zu, sprechen sie an und haben gleich irgendwie die, ja, weiß ich nicht, die Genderpolizei am Hals oder fliegen halt aus dem Fitnessstudio. Also sowas wollen Männer nicht erleben heutzutage so, ne? Und deswegen ist mit gemischten Signalen sehr schwierig, ne? Da musst du schon klare Signale senden, ne? Stell dich da in die Nähe, lächel ihn an und wenn jemand gut ist und dann wird er dich schon ansprechen oder ein Gespräch verwickeln und dann kann man ja, und dann geht's weiter so, ne? Aber klar, wenn du gemischte Signale gibst, Mauern, wie kann man Mauern zeigen, indem man ein abweisendes Gesicht hat, kannst deine Freunde auch mal fragen, wirklich irgendwie abweisen, hoffentlich merken wir das gar nicht, ne, was wir so selber machen, ne? Aber es gibt hier ein großes Missverständnis, da muss ich mal gerade aufräumen, weil die Aussage, ob man bindungssicher Menschen anzieht, bezieht sich auf Beziehung, aber wir haben drei Phasen. Wir haben Pickup, also meine ich jetzt so im allgemeinen Sinn, überhaupt jemanden kennenlernen. Wir haben die Datingphase, wir haben die Beziehungsphase und diese Aussagen mit bindungssicher bezieht sich natürlich auf die Beziehungsphase. Du bist aber im Pickup, da spielt Bindungssicherheit überhaupt keine Rolle. Das kannst du, wird sich dann zeigen, ob so ein Mensch bindungssicher ist oder nicht, aber du musst ja auch erstmal, muss das Ganze ja in Gang kommen, so, ne? Und da gibt es eben wieder andere Skillsets, die man drauf haben muss, so, ne? Kann ich es also dadurch heilen, dass ich mein Verhalten korrigiere, innen offen und zugänglich deutliche Signale senden und Mauern runterfahren? Ja, also da du, wie gesagt, in einer Pickup-Situation bist, würde dir das auf jeden Fall helfen, ob in sichere Beziehungen zu kommen. Dafür gibt es ja bei mir die Umprogrammierung des Liebeschips, ne? Das ist natürlich schon wesentlich komplexer und je nachdem, von wo man kommt, ja, kann sich das über Jahre entziehen und ja, aber so Pickup-Skills kann man sich durchaus schneller erarbeiten, so, ne? Ich bin Mitte 40, beruflich überdurchschnittlich erfolgreich, hübsch, schlau und selbstbewusst. Ja, das ist ein interessanter Satz. Also auch da, ich meine, das ist jetzt eine ganz kurze Mail, ich kann ja jetzt nur mal versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Also einmal ist Mitte 40 natürlich auch so der Bereich, wo auch, es ist halt eine Realität, ich habe die Welt nicht gemacht, wo auch eine Frau mehr tun muss, ne? Also wenn sie sich mit 20 eigentlich man so gut wie gar nichts falsch machen kann, so sage ich mal, ja, ist meine, ist das halt so, dass wenn man älter wird, muss man sich mehr Mühe machen, was so Sichtbarkeit angeht. Das ist so, ne? Und für einen Mann, jetzt sagst du, du bist, ja, wird auch so sein, bist attraktiv und so, aber trotzdem muss man auch gucken, mit wem macht man das jetzt, ne? Was
Was sind so, was ist so, ja, ich will es nicht sagen, Liga, so, aber was passt jetzt so? Wer ist auch so in meinem Alter? Also natürlich kann man auch mal Jüngere denen, aber wie gesagt, um es sich einfacher zu machen, so, ne? Darum geht es ja. Und ja, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Signale geben, als es vielleicht mit 20 notwendig war. So. Und beruflich überdurchschnittlich erfolgreich ist für einen Mann keine Kategorie. Das sind Kategorien für Frauen. Das sind, was Frauen an Männern gut finden. Natürlich gibt es jetzt wieder Ausnahmen. Ne? Ja, es gibt bestimmt auch Männer, die gut finden, wenn Frauen beruflich erfolgreich sind. Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, muss ich echt sagen. Aber das ist keine übliche Kategorie für Männer. Das interessiert die eigentlich in der Regel nicht. Also es fuckt sie auch nicht so ab, wie viele denken. Also für Männer ist es einfach nicht so wichtig. So, ne? Und klar, hübsch und schlau und selbstbewusst ist cool, ist attraktiv. Und ja, naja. Aber wie gesagt, Fitnessstudio ist, warum sage ich mal Fitnessstudio? Ich glaube, das kommt später noch, ist eine schwierigere Umgebung, als viele so denken. Also man denkt immer, das wäre da so super easy und könnt ja mal schreiben, wie das für euch so ist. Aber das ist, ich würde mal sagen, das ist an einer Schlange am bei Starbucks ist das einfacher als im Fitnessstudio teilweise irgendwo. Aber naja. Aber ich finde es grundsätzlich durchaus ein Ort. Also ich finde es eigentlich eine gute Idee, da zu gucken, auf jeden Fall. Ne? ich selbst empfinde ich in meiner augenblicklichen Lebenssituation als passive Bindungsvermeiderin und habe im Moment große Lust zu daten. Ja, ich mache dann einen Datingkurs. Ah, das ist ja schon mal gut, dann weißt du das ja auch mit dem Signal. Leider gibt sich derzeit kein Kontakt zu einem interessanten Mann, weder im Real Life noch online. Ja, vielleicht sind, also ich weiß nicht, vielleicht sind deine Ansprüche auch zu hoch, das ist auch häufig, ne? Große Lust zu daten und gleichzeitig passiv bindungsvermeidend zu sein, muss man halt auch gucken, dass man sich nicht selber im Weg steht. Das meine ich so mit, was für ein Vibe sendest du aus? Da musst du vielleicht mal deine Freundin fragen. Und das sage ich auch im Datingkurs, die Signale verstärken so, ne? Länger angucken und so weiter. Da ich täglich im Fitnessstudio bin, bin ich quasi immer von Männern umgeben, die mir durchaus aus der Ferne mit schmachtenden Blicken ihr Interesse signalisieren. Angesprochen werde ich jedoch nie. Also da gibt es jetzt verschiedene Punkte, was hier vorkommen kann. Vielleicht sind die Blicke gar nicht so schmachtend. Vielleicht sind sie schmachtend und du hast aber eine abweisende Körpersprache. Weil, dass sich Männer so in einer Tour anschmachten, aber nie einen Move machen, auch wenn du jeden Tag im Fitnessstudio bist. Also irgendwo muss da schon der Wurm drin sein, so, ne? Es muss also an mir liegen, wohl eher an meinem Verhalten. Ich wäre super dankbar, wenn du nochmal detailliert beschreiben kannst, was der Satz, man zieht bindungssicher an, genau bedeutet. Herzliche Grüße aus der inneren Mongolei, Anov Trefkola. Ja, wie gesagt, kümmere dich erstmal ums Pickup, dass du da irgendwie die Männer nicht durch eine verschlossene Körperhaltung oder eine, ich kenne dich jetzt nicht, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, oder irgendeine snobby Körperhaltung oder eine affektierte Körperhaltung irgendwie zurückhältst. Also sei einfach nett, sei die, nett, also das ist auch durchaus hilfreich, so nett wie die, wie sagt man immer so, das darf man bestimmt auch nicht mehr sagen, aber so das Pferdemädchen von nebenan, also nett, easy to going, das mögen Männer auch total, ne? Smalltalk, also was ich auch euch in Smalltalk, vielleicht gehst du mal in eine Gruppe rein, nicht nur an den Maschinen immer, stellst dich mal an den gleichen Platz, triffst irgendwie, was weiß ich, wo auch Männer sind, irgendwie Body Attack Body Pump oder irgendwie sowas. Ja, und dann kommt man erstmal ins Gespräch und dann geht das Ganze weiter. So an der Maschine ist es vielleicht auch schwierig. Aber grundsätzlich finde ich deinen Ansatz richtig zu gucken, okay, ich will eigentlich offline daten, wo könntest du haken, da so weiterzumachen und mach mehr Signale, sende keine gemischten Signale, sondern guck zurück, lächel den Mann an und wenn er dann die Eier nicht hat, das ist auch nicht der Richtige. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.